herzlich willkommen zu Folge 21. Ich muss mich erstmal korrigieren, ich habe was Falsches erzählt. Und zwar die Häuser, die man in Falkenring, in Dämmerstern und in Mortal bekommt, die bekommt man für 5000 Gold, was aber nichts damit zu tun hat, dass man drei Leuten helfen muss, sondern wenn man drei Leuten hilft, wird man zum Tarner ernannt und bekommt einen Huskarl. So viel erstmal dazu. Danke Frank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich möchte ja auch keinen Blödsinn erzählen. Ja, dadurch, dass wir ja nun das eine Mal als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab, alles neu machen mussten, also auch hier bei den Gefährten, habe ich natürlich hier oben das Schmiedebuch natürlich noch nicht gehabt. Und das werde ich nachholen. Deswegen, ich hatte mich schon gewundert, weil ich genau nicht auf 29 war. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Nämlich das, was er hat. Amulett von Zenita, ja, okay. So. Eine Menge Stahl zu schmieden. Preis für Götter. Ja, preis die Götter. Ich habe den Timer schon wieder nicht angestellt. Na ja, gut. Was wollte ich? Achso, ich wollte was verkaufen. Zunächst einmal alles für Rüstung kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das packe ich auch noch mal erstmal in die Kiste. Ja, er hat ja eh nichts verkauft. Dingenskirchen. So, dann habe ich hier nichts Verzaubertes, so wollte ich sagen. Dann habe ich hier aufleveln. Ja, ich brauche mehr Magika. Ich bräuchte eigentlich auch mehr Ausdauer. Ah ne, wir nehmen zuerst Magika, das ist egal. Ja, ich bin Raucher, Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte gucken, von wegen Schmiedekunst. Schmiedekunst. Wie weit komme ich denn? Egal. Also auf jeden Fall muss ich noch Richtung 30 kommen. Irgendwas muss ich noch schmieden. Was haben wir denn an Pfeilen? Nein, I. I wie Inventar. Naja gut, ich sag mal so, später bekomme ich 1:1 dafür. Wert 1. Wenn ich jetzt verkaufe, kriege ich nichts dafür. Also können wir in Ruhe... Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Ey! Wollt ihr womöglich auf die Jagd gehen? Dann geht aber ich muss ja mal sehen, dass ich mit Redekunst auch nochmal hochkomme. Durchsuchen. Ja, was mache ich? Auf jeden Fall brauche ich sowieso noch mal eine andere Rüstung. Da werde ich mir jetzt wohl... Ja, ich hatte ja eigentlich vor, die Seraphinenrüstung zu machen. Dann werde man das mal eben schnell tun. Dann brauche ich 8 Leder. Und ja, nehmen wir noch ein Fell.
und die beiden zwei Quecksilberbarren brauche ich. So. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Aber wir können uns ja auch erstmal wieder ein bisschen umziehen. Ein bisschen netter anziehen. Was nehmen wir denn hier Schickes? Ah, nehmen wir heute mal kariert. Sieht ja fetzig aus. So. Ja, wir können eine Menge herstellen. Eins und Lederstreifen. Ja. So, was haben wir noch an Herzmittasche? Können wir noch irgendwas machen? Gar nichts mehr. Ups. Ja. Ja, erstmal noch ein paar Barren nehmen. Oder Erze. Ne, wir nehmen Erze und machen noch ein paar Barren davon. So. Müssen wir noch ein paar Feuerholz hacken. Und am besten so weit wie möglich immer vom Stecker weg. Oder so? Nein, kein Ärger. Immer so weit wie möglich vom Stadttor weg, weil ich nicht unbedingt irgendwelchen Vampiren in die Arme laufen möchte. Das ist zurzeit immer noch sehr, sehr tödlich für mich. Ja, wie gesagt, wir basteln jetzt erstmal noch die Rüstung und dann basteln wir noch ein paar Pfeile, bis wir auch Schmiedekunst 30 sind, weil, Vorsicht Spoiler, bei Level 15 entweder hier oder in Falkenring oder in einer der Tavernen, wo ich schon war, taucht dann Sanguin auf, wegen dem Betttrinken. Was soll das denn? Ja, möchte ich herstellen. Also die sollte eigentlich rot sein, aber wieso haben wir jetzt, wieso können wir jetzt keine Pfeile? Achso. Aussieht. Seraphine. Sag ich doch, soll rot aussehen. Ja, so gefällt mir das. Die Schuhe. Na gut. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt erst noch mal ein bisschen was wegpacken. Nein, wir werden erstmal gleich den Perk setzen.
Und zwar einmal für Zwergisch, für den Bogen. Und leider muss ich den dann auch hier hinsetzen, von wegen elfisch Schmerzkunst, ja. Schmiedekunst. Danach geht's ja mit 50 weiter und hier auch nochmal mit 50 und dann 60, 70, 80, 90, 100. Seht ihr aber noch später. Ich bin, ja, also Schmiedekunst 60 ist immer schon eine ganz schöne Sache, weil man dann auch Waffen, die eine Verzauberung haben, verbessern kann. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der ja, Meere sollen noch mag ja sein. Was? In der beflackten Meere? Ja. Wir gehen jetzt aber gleich oh, 5 Eisenbahn kann ich auspacken. Ja, gut, das kann weg. Feuerholz. Das schmeißen wir auch noch mal rein. Nur unnötiges Gewicht. Leder packen wir noch mal rein. Was haben wir hier noch? Das orkische Schwert noch. Und 2 Holzfäller-Äxte. Ach, jetzt weiß ich, warum ich das eine Mal Balgos 2 Hinder nicht gesehen habe. Das ist ein Questgegenstand. Die kann ich ja auch nicht verkaufen. Kann ich nur verbessern. Ja, Moment. I. F. Weg. P. Nein, ich will das nicht rausnehmen. Ich will das reinlegen. Genau. Und Lederstreifen. Wie viele Lederstreifen haben wir noch? Ein ärgern. Naja, ist egal. Also hast du oben Mockt ja. Dann latschen wir nochmal zur Schmiede hoch. Diese Graumähnen sollen verändern. Ja genau. Und wir brauchen auch noch ein Wackelwürmchen. Also mit Glück findet man in Weißlauf auch an einer bestimmten Stelle Backenwürmchen. Können wir nochmal einen Jagdbogen verbessern? Nee, geht nicht mehr. Schade. Das ist schade. Da werde ich jetzt auch gleich mal nachgucken, wo das ist, hinten an der Halle der Toten. Ich bin nicht besonders gesprächig. Und deswegen muss ich mir auch gleich eine Kante ans Bein lauern. Nach 20 Folgen ist auch so der erste Druck von mir raus, dass ich so das Gefühl habe, dass ich alles auf einmal erklären muss. Das kann ich alles gar nicht, weil so ein Durchlauf bei mir, ich lasse mir da immer so ein bisschen Zeit. Ärger oder so? Wieso starrt er mich die ganze Zeit an? Circa 300 Stunden dauert. Weil alles in Ordnung? So, weil ich die Endkämpfe immer ziemlich weit nach hinten verschiebe. Sieht doch schick aus, oder? Ja. Gucken. Öffnen wir noch mehr. Ihr braucht etwas? Ich habe gerade Nein. das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Wir sind jetzt auf Level 12. Okay.
Dann setzen wir uns erstmal hin. Sage ja, wacht auf, mein Schatz. Ja, komm. Ja, Mama. Seid ihr hungrig, durstig, beides? Nichts? Ich werde die Folge... Wollt ihr was zu trinken? Ich wollte gerade abbrechen, aber egal. Was gibt's? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig, beides? Na gut, dann versuchen wir nochmal ein bisschen was zu essen verkaufen. Das brauche ich nicht, das wiegt was. Wein kann ich auch verkaufen. Schlachterfischbrot, nee, das brauche ich noch für Knoblauchbrot. Was wiegt denn noch viel? Hundefleisch, das mag ich gar nicht. Na, hier kommen den Schlachterfisch ganz auch noch an. So, das war's. Also bitte, keine weiteren Fragen. Schön und tschüss. Ich speichere jetzt erstmal und sage vielen Dank fürs Zugucken und hoffe, dass ihr auch bei Folge 22 dann wieder dabei sein werdet. Und vielleicht gibt es ja auch einen Kommentar von euch, wenn ihr das gesehen habt. Alles andere spreche ich nicht mehr an, habe ich ja gesagt. Bis dann. Ich habe nichts getan.